So, hallo und herzlich willkommen zurück. Okay, danke, Kasua. Herzlich willkommen zurück zu Genshin Impact. Weiter mit Subaru. Ach, ich bin immer noch so glücklich, dass es draußen ist. Wir sollen mit Tignari jetzt, oder für Tignari jetzt die Heilkräuter sammeln. Ist hier auf dem Weg und diese kleine Geisterchen, die kennen wir schon aus dem Kersen. Die sind hier doch wirklich überall. So, na, 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 na. Ist hier lustig. Nice. Liebe die Kampfmusik. Immer noch. Richtig hart. Ach, da oben drauf ist auch was. Seht ihr das? Auch mal erstmal die Klinge. Ach, so cool. Sie. Streiblattpistille. Ach, das sind die. Okay, da müssen wir Dendro-Kraft draufballern. So. Ach, wie cool. Guck, da könnten wir jetzt theoretisch wieder zurück. Und da vorne ist noch eine Seele. Ungefähr hier. Okay, kriegen wir schon. Ach, guckt euch hier um, Leute, es ist so wunderschön. So, hallo. Ich sehe schon diesen Lotus. Alles klar, Tenari. So, wir nehmen ein bisschen extra mit, natürlich. Wir wissen nicht, wofür man den noch brauchen kann. ティナリ、これで任務完了だぜ。どれどれ。うん、なかなかいいね。よく選んでくれてる。君たちの豊富な野外探索経験のおかげで時間を節約できた。おかげでついでに他の薬草も取れそうだよ。おーい、ティナリさん。 Vielleicht haben sie ja was gefunden. Mit dem auch Tingari hergewunken. Ich glaube nicht, dass die einfach nur einen Kaffeekränzchen halten wollten. まさかここで会えるとは。ガンダルバ村に帰って、ティナリさんを探そうとしていたところだったんだ。何かあったの？ついさっき、シーキを見つけたんです。シーキ？君たちのルートは1週間前に徹底して片付けたばかりなのに、こんなに早く現れるなんて。
具体的な場所は？すぐ先にある谷の奥だ。今回出現した場所は過酷の狭いエリアをほぼ塞いでたから、すぐ戻ってティナリさんを探すことにした。半径は？すまない、そこまではよく見えなかった。今日はチームに神の目を持ってる人がいなかったし、地域はまだ拡張し続けてるみたいだったので、あまり近づかなかったんです。うん、その判断は正しい。今すぐ片付けに行くから、君たちはこの二人をガンダルバー村まで連れて戻ってあげて。待てよティナリ、なんでいきなりオイラたちを帰らせるんだよ。ああ、スメールに来たばかりじゃこの状況もわからないか。スメールのウリンでは今一部エリアに独特な異変が起きてるんだ。そのエリアを地域と呼んでる。地域は植物を枯らすだけじゃなく、動物や人の命まで奪う可能性がある。だから神の目がないものは近づいちゃダメだ。そういうことなんだ。この前ウリンには危険なエリアが存在すると言ったのも、君たちを脅かすためじゃない。神の目を持つ者、つまり元素力を操れる者だけが一定時間地域の侵食に耐えられる。そう、だから俺たちみたいな一般レンジャーはただ地域を見つけ位置を記録して、ティナリさんのようなプロに任せるのが仕事だ。何しろ地域の内部に足を踏み入れ地域を除去できるのはティナリさんたちだけだからな。Naja, vielleicht kann ich auch helfen. Wir können auch Elementarkräfte einsetzen. Aber ich habe keine Ahnung. 一緒においで。いつもは旅の人がガンダルバー村を離れるとき、地域を見分ける方法だけを教えるんだけど、今日は現地でできそうだ。Tingari ist aber auch ein Lehrer durch und durch, habe ich das Gefühl. Ja, ich bring dir heute das bei, morgen ist da eine Lektion.Das ist eigentlich richtig cool. Stopp! Moo, sussen ja dame. Mai o mite. Mai! Oh! Asokora hen ga haiiro de, shokubutsu mo kareteru mitai da. Kuuki ni mo, hai no yona mono ga tadayotteru shi. Torihada ga tatta zo. Sore ga shiki sa.旅人、僕はこれから地域の内部に入る。中には地域の病変があって、それを破壊できればこのエリアを救えるんだ。Alles klar, ich komme mit. ありがとう。でも君はこれを処理したことがないし、無理だけはしないで。元素力を持っていたとしても中に入るときっと気持ち悪くなる。もし耐えきれなかったら外に出て休んでて。何しろこれは命に関わるからね。さあ行こう。Let's go。 まずは地域を維持している枝を探そう。 That's you? はびこれ。 Dendrogranum! Ja!So, diese kleinen seltsamen Wesen, das das Erscheinen der verheißungsvollen Zweige begleitet, ist das Dendrogranum. Es symbolisiert den Schutz durch die Dendrokraft. Das Treffen mit heftigen Schlägen oder gezielten Schuss führt das Dendrogranum abgestimmte Angriffe aus. In Abenteuern wirst du auch auf Gegenstände stoßen, die du mit der Kraft des Dendrogranums zerstören oder aktivieren musst. So, machen wir das durch.Kennen wir schon, haben wir schon gesehen. Wildwuchs, das ist mit Elektro.
Genau, wenn man dann nochmal mit Elektro oder mit Dempo draufschlägt, haben wir zusätzlichen Schaden. Sprießen kennen wir auch, da gibt es dann diese Frucht, die dann Flächenschaden macht. Gut, kommen Dendrokerne mit Pyrokraft in Kontakt, lösen sie Flammenspross aus, was zu intensivieren, noch intensiveren Dendroschaden verursacht. Treffen Dendrokerne auf Elektrokraft, wird die Reaktion Supraspross ausgelöst. Die Dendrokerne, die wuchernden Geschosse verwandeln, die automatisch ihre Ziele suchen. Das haben wir gesehen. Ich dachte, das ist generell einfach das. So, genau. Volastische Pilze. Die sichtbare und unsichtbare und das Unsichtbare. Wird eine Trilakshana-Kreatur mit einer Elektrokraft aktiviert, setzt sie eine Wahrheitswelle ein, die verborgene Gegenstände freilegen kann. Wann haben wir das denn gesehen? Okay. Die furchterregende Verwelkung. Die Verwelkung stellt keinen festen Ort dar, sondern bezieht sich auf ein Gebiet, das von einer mysteriösen und unheilvollen Macht zersetzt wurde. Unter den Einfluss der Verwelkung stammt die Figur fortlaufend der Verfall an. Die Geschwindigkeit dieser Ansammlung ist unterschiedlich, je nachdem, in welcher Verwelkung man sich befindet. Abhängig von akkumulierten Verfall erleiden alle eigenen Figuren in der Truppe die Verringerung des Widerstands gegen alle Elemente des physischen Widerstands und zur maximalen LP. Je mehr Verfall du angesammelt hast, desto heftiger ist diese Verringerung. Wenn der Verfall die maximale Menge erreicht und du dich immer noch in der Verwelkung befindest, werden all deine eigenen Figuren in der Truppe ohnmächtig. Huh? Um die Verwelkung zu beseitigen, benötigt man die Kraft des Dendrogranums. Nur mit ihm kann man die Triebe der Verwelkung zerstören, die die Kraft der Verwelkung verbreiten. Wenn du alle Triebe der Verwelkung in einem Gebiet vernichtet hast, kannst du den Kern der Verwelkung, das Verwelkungsgeschwür, zerstören. Die meisten Verwelkungen können zwar auf diese Weise beseitigt werden, aber in der Verwelkung gibt es manchmal Objekte wie Kerzen des Lebens und Flammen des Lebens, mit denen die Ansammlung von Verfall eingedämmt werden kann. Aber was ist dieses Aber? Aber. Ja, so ein Verwelkungssymbol drüber. Sammle Dendrograner und greife den Trieb mit heftigen Schlägen und gezielten Schüssen an. Ah ja. Okay. Ist auch sowas? Ich glaube, wir müssen jetzt die Sprosse da vernichten. Jetzt haben wir wieder nichts, okay. Die unterstützen ja auch im Kampf, was habe ich hier gesehen? So, ich könnte jetzt aber auch theoretisch einfach Child nehmen. よくできました。すべての枝が処理できたから、これで地域の収容を処理できるよ。風の行く先を雲が。借り。行くぞ。いや、痛いから我慢しろ。今だ。地域の収容を破壊して。Gut, zerstören. Yo, Child hat ja gar kein Leben mehr. Was
そんなにわかりやすかった。わかった。説明するよ。最近、地域の出現頻度がますます増えてきてさ。さっきみたいに地域を除去しても、間もなくまた新たな地域が現れちゃうんだ。僕の仕事が増えただけならまだ良かったんだけど、地域はウリンのあらゆるところに影響を及ぼしてるんだよね。例えば、さっきはこのエリアを正常に戻したけど、だからといってエリア内の植物がみんな生き返るわけじゃない。実際植物の数がかなり減ってる。この変化は植物に関わる動物たちにも影響を与えるだろう。結果、ウリンの生態系が不安定になりつつあるんだ。それに地域の状況が深刻になり始めたことで、コレイのマリン病もどんどんひどくなってきた。え？なんでそうなるんだよ。具体的な原因はまだ突き止めてない。でも数日前、教練員の知り合いから手紙をもらったんだけど、彼によれば多くの患者たちも同じような状況らしい。 Gibt es denn keine Möglichkeit, die Verwelkung loszuwerden, endgültig? 知る限りないな。地域は数千年もの間スメールに存在している。それに地域はこの世界の深いところから生まれるんだ。世界樹を知ってる？イエミンスウル。Oh, davon habe ich schon mal gehört, aber ich mach mal nein, ich glaube nicht. Ich hoffe, dass er noch was erzählt. 世界樹は僕たちが踏みしめているこの大地の奥深くにある。生物学的な意味の木じゃないけどね。まあ大きな木が逆さに生えているとでも考えてもらえばいいかな。地脈は知ってるだろ？あれは世界樹の根みたいなもので、地下を縦横に走り、深くて広大な空洞から地表まで伸びてる。Die Erde durchzieht, riesiger Hohlraum. Das sieht ein wenig aus wie das, was ich sah, als ich das Bewusstsein verlor. Ja, das sind auch die Wurzeln, die wir quasi so sehen, wo wir quasi Irmisul schon mal gesehen haben, sind in den Artefaktsphären, sorry, ich musste gehen. In den Artefaktsphären oder generell den Sphären sehen wir ja immer diese kleinen Bäume, die wir dann mit dem Harz anreichern. Das sind Wurzeln von Irmisul, das ist so dieses Yggdrasil-Prinzip.世界樹には古代から現代に至る世界のあらゆる情報と知恵が詰まっている。創神が知恵の神と呼ばれるのも、彼女の意識が世界樹とつながっているからだ。創神の力は世界樹の力の現れとも言える。実は地域が現れるのは世界樹が病気になったからなんだ。イミンスウルスダンクラン？遠い昔、僕の先祖はマハールッカ・デバータ様の眷属からこのことを聞いた。けど、その神秘的な精霊たちも世界樹の治療方法までは知らなかった。僕たちレンジャーはおそらく長い間地域に立ち向かわないといけないだろうね。さあ、話はこのくらいにしておこう。もうやることも済ませたし、ガンダルバー村に戻ろう。Alles klar. Aber wir holen uns jetzt hier erstmal den Teleporter. Von diesem Grappling Hooks habe ich jetzt auch immer weniger gesehen. Hey, Child, geht's halt echt nicht gut? Mal doch wieder einen Heiler mitnehmen. Ich weiß halt nicht, ob wir jetzt unbedingt hier mit dem Dendro-Charakter rumgurken müssen. Für diese ganzen Dendro. Ja, müssen wir eigentlich. Für diese ganzen Dendro-Dinger ja erstmal. Och. Ja, aber es ist kein Dendro-Charakter. Gefährlicher Transport verboten? Es ist so eine Random-Aufgabe?
Ah ne, wir können es nutzen, auf jeden Fall. Okay. Alles klar. Ich wollte es nur mal ausprobieren, was es so gibt. Was bist du da oben? Bist du noch so eine Katze? Ja. Die dir richtig viel Fleisch gebracht hat. Och, guck, da ist dieser Pilzwald da hinten. Da, wo Xamaran herkommt. Der Pilz aus dem Chasm. Da kommt der Safe her. Das kann mir ja keiner erzählen. So, und hier ist jetzt auch wieder sowas. Aber ich habe keinen Dendro-Charakter dabei. Okay. Oh, zurück auf Dendro-Traveler. Ja, das hilft mir jetzt nicht. Ich muss in die andere Richtung. Ah, trotzdem cool. Sieht schon echt schön aus. Ah, guck da oben. Da ist. Ah, da bin ich hin. Aber alles unter Zeit. Wir kommen da hin. Ich möchte am liebsten alles ansehen und erkunden. Oh, sieht alles so schön aus. Ach. Überall sind so Kisten und Truhen, die man noch erkunden kann. Ja. Dann rette ich. Oh, guck, da waren Papageien drin. Ah. Ich bin begeistert. Ach, und es bleibt jetzt da. Ich muss es jetzt nicht nochmal aktivieren. Guckt jetzt hier nämlich diese Enterhaken. Das ist so ein mega cooles Prinzip. Ohne Witz, Leute.君たちがこの前見つけた地域はもう片付けたから安心して。ん？それはまずい。ハイパシアだ。ティナリー、いきなり駆け出してどうしたんだ？このメッセージはハイパシアの緊急メッセージを届ける鳥なんだ。 ハイパシアって名前を覚えてる？君たちが前に会ったあの学者。おお、あいつがどうかしたのか？手紙を読んでみるよ。急に変な顔してどうしたんだ？オイラにも見せてみろ。曲がりくねった線が3本だけ書かれてるな。説明するよ。あの日、 ハイパシアのところから君をガンダルバ村に連れてきた後、彼女は再び瞑想し始めた。そして彼女が目を覚ました時、つまりさっき、彼女は3日ほど何も口にしてなくて、食料を用意するのも忘れてたから、早く助けてくれって書いてあるんだ。ええ、ずっとあそこに座ってたのか？って、それより何で3本の線からこんな多くの情報がわかるんだ？ こんなことが前にもあったからに決まってる。前回は5本の線だった。まあいいや、あの時のことは思い出したくない。ハイパシアはそれほど酷い状況じゃないはずだ。でも早く様子を見に行った方がいいな。僕の非常食を代わりに持って行ってあげてくれる？え、オイラたちがか？でもハイパシアのところには ハラハームがあるだろう。こいつまた気を失ったりしないか？これを嗅いでみて。どう？感じは？ Es hat einen sehr frischen Duft. Ich fühle mich nicht unwohl. これ、もう大丈夫なのか？本当か？ティナリ、なんでこいつが治ったのを知ってるんだ？地域の片付けを手伝ってくれた時、 彼女は草元素の能力をうまく扱えてただろ？
だから大丈夫だって判断した。君たちに世界樹の根についての話をしたとき、君はそれが幻覚とよく似てるって思っただろ？ Was ich gesehen habe, waren gar keine Halluzinationen, oder? あれは幻覚じゃない。けど、この間嘘をついたことを謝るつもりはないよ。なぜなら、君が見えるものはスメール。さらに、全世界にとっても極めて重要なものだからだ。僕の先祖はマハールッカ・デバータ様から大いなる恩恵を受けた。僕たちは彼女と共にこの国を守ると誓ったんだ。だから僕は君がスメールに信頼に値するかどうか見極める責任があった。でも君の行動は尊敬に値するものだった。だから僕ももう君には秘密にしておく必要がないと判断したんだ。Was genau habe ich denn vorhin gesehen? あの時、君の意識は世界樹とつながってた。君が見たのは世界樹の記憶だ。まあ、詳しくはハイパシアに聞いた方がいいよ。瞑想もパラハームも君と同じことをできるようにするためのものだからね。けど、本当に答えてくれるのか？初めてあいつに会ったとき、オイラたちとは一言も話したくなさそうだったぞ。それは特殊な状態だったからだよ。修行中はなるべく他の人と話しちゃいけないんだ。ここでちょっと待ってて。はい、ハイパシアへの弁当、これで彼女を助けてあげて。それからこっちの食材も彼女のところにお願い。この封筒は僕がハイパシアに書いた手紙だ。これを彼女に渡せば君たちの疑問に全部答えてくれると思うよ。 Ich danke dir, Tinari. こちらこそ、この数日間はいろいろとありがとう。ハイパシアはまだ洞窟にいるんだな。早くあいつの状況を確認しに行こうぜ。 Gut. Tinaris Essensbüchs, ah, wie süß. Und den Brief an Hypatia. Nice. Bin ich nur. Ja. Ach, guckt euch das an. Es ist so schön hier. Ich kann nicht aufhören. Einfach zu denken, es ist so schön hier. Guckt es euch an, es ist einfach toll. So, speichern. Hier hat aber auch gesagt, dann war es das wieder für heute. Wir machen die Folgen jetzt ein bisschen enger getaktet. Weil ich auch natürlich schöne Cuts dazwischen haben will und ich weiß, wann die Story wieder komplett ausrastet und wir 20 Minuten Dialog haben. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß beim Zusehen. Wir haben heute viel über den Regenwald in Sumeru gelernt. Und kommen immer mehr auf die Schliche tatsächlich. Also wir haben schon viel erfahren. Und Leute sind, also Leute wie Tinari und Colley sind ja anscheinend auch sehr bereit dazu, also ihr Wissen mit uns zu teilen. Was eigentlich an sich sehr cool ist. Aber wie schon gesagt, ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Die Folge wird wahrscheinlich gleich weitergehen. Oder auch nicht. Es kommt drauf an. Ihr habt nämlich noch eine Kleinigkeit geplant. Ja. Und dann hätte ich gesagt, sehen wir uns in der nächsten Folge. Bye, bye.